höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Dich zu nennen. Es hat mich schon als Kind immer fasziniert, weil jeder imposante Bau auch gewisse Geheimnisse in sich birgt. Die Franziskaner, die mir in meinem Leben begegnet sind, hier vom Kloster und dann hier, wie gesagt, in Hanau, waren alle so weltoffene und tolle Leute, gell? Die Anstrahlung ist einzig und allein, hat mir keiner geholfen. Ich habe mein das Geld zusammen gebettelt. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz. Durchgehendes Motiv in der Osternachtsliturgie, dass der Finsternis Raum gegeben wird, aber eben als Zuerleuchtende oder als Wiedererleuchtete. Und dass das nicht, deswegen findet die Feier auch idealerweise dann in der Nacht statt, und dass das nicht so ein, so ein Abspalten ist im Sinne von Switch on, ja. Erst war es dunkel, dann kommt das Licht und fertig. Und das eine ist schlecht und das andere ist gut, sondern es wird sehr deutlich gemacht, dass die Dimension des Todes und der Finsternis und des Nichtseienden hier mit hineingenommen wird. Und du spendest uns. Nee, ich brauch's selten. Aber Licht ist schon ein wichtiges Kriterium. Wir haben ja mittlerweile auch an den Fahrzeugen entsprechende Beleuchtung. Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell leuchtend und kostbar und schön. Ganz viele Kinder, die haben es sehr schwer, einer von vielen zu sein in der Gruppe. Sehen Sie, ich bin ein Marienverehrer. Die würden gerne jeder ein eigenes Krönchen auf dem Kopf haben und als kleiner König durch die Gegend laufen. Am Himmel hast du sie gebildet. Also Maria, da kann ich mich dafür... Also, stark malen. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Für mich ist es momentan wirklich der Sonnenaufgang am klaren Himmel. Oh. Schön gesagt. Aber doch, so stelle ich mir es vor, so wünsche ich mir, dass es in 10 und 20 und 30 Jahren auch noch ist. Ja. Und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Wir haben im vergangenen Jahr 10 Jahre Hochzeit gefeiert. Ein Bild im letzten Jahr war für uns nicht die Anbetung der Asche, sondern die Bewahrung des Feuers. Es geht nicht darum, dass unser Glaube einfach als hohle Asche, als altes Traditionsgebäude weitergegeben wird. Georg, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es. Und demütig und kostbar und keusch. Im Jahr 1952 habe ich mich in Kirchheim als Facharzt für Frauenkrankheiten und
Entbindung niedergelassen. Meine Frau hat ja in der Sprechstunde geholfen. Die Entbindung selber war gar nicht so schlimm. Das ging eigentlich verhältnismäßig schnell, gell? Ja. Aber nachher, ich konnte nicht stillen. Ich hatte eine Brustentzündung bekommen, das natürlich immer. Und dann ging das nicht, leider. Damals waren wir noch auf dem Standpunkt, jede Frau kann stillen. Mhm. Und da wurde dann entsprechend gearbeitet. Jeder Tropfen wurde also erfreut. Dann kam eine Zeit lang, da war es im Gegenteil, da wurde das Stillen abgelehnt. Das war ja auch Unsinn. Auch in Kliniken gleich die Brüste hochgebunden. Und dann gab es also dieses Problem nicht mehr. Und jetzt ist es wieder ganz normal, man stillt wieder. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruderfeuer, durch das du die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Ich denke, eigentlich macht es zumindest für mich jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt gefilmt bin oder nicht. Durch das du die Nacht erleuchtest. Wenn ich meine Gemeinde fragen würde, was hast du dir gedacht, als du jetzt zum Abendmahl gekommen bist, würde ich auf keine einheitliche Meinung kommen. Die Lutheraner und Reformierten, also alle nicht-katholischen Kirchen, haben eine Leuenberger Konkord jetzt 1970 beschlossen, wo sie sich gegenseitig Abendmahlsgemeinschaft gewähren, obwohl die Unterschiede größer sind als zwischen Lutheraner und Katholiken nicht. Warum nicht so? Also mein Vater ist Atheist, aber meine Mutter lebt schon religiös und ja, ich bin ja auch hier zur Kommunion gegangen und dann fügt sich das so. Firmung ist nochmal ja von der Gemeinde her eine Anerkennung zusätzlich. Bleiben alle Zeit, heute wie in Ewigkeit erwarten. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Ja, 1961, du 1956, ein paar Tage früher, geboren am 1. Juli 1956 im Kloster.
ist immer noch für viele Kelkheimer so ein Bezugspunkt, nicht nur wegen der Geburt, sondern ist halt ein Highlight in Kelkheim. Von unseren Eltern übernommen 1986 und wir sind die siebte Generation hier im Haus. Die uns ernährt und lenkt. Meine Großeltern sind 1910 hierher gekommen, ganz genau. Und die haben 1910 den Hof hier übernommen und seit der Zeit ist unsere Familie hier. Das Korn fällt in die Erde, in die bodenlose Welt. So will wir alle fallen, wenn keine Hand uns hält. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen, um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden. Denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. Polen, Balkan, Kreta. Wie das hieß, die Gestapo ist da und die haben die Patres mitgenommen nach Frankfurt zu verhören. Und gell, neben mir, links, rechts, sind sie umgefallen, tot. Und der Beckersäbel, gell. Und das war schon eine Aufregung, denn wir wussten ja alle nicht, was kommt da, was ist los. Ich habe immer gespürt, das muss ich, also das glaubt keiner. Man weiß ja nicht mehr alles, was damals so war. Ich habe immer gespürt, dass ich irgendeiner hat, der mich so an die Hand nimmt, gell, und führt mich dahin. Da war es ja vielleicht in die Hinterjugend zu gehen. Kein Mensch, wirklich. Und da fing es an. Und Krankheit ertragen und Drangsal. Wir sagen nicht, dass Menschen Glück mit Gesundheit und Wohlbefinden identisch ist. Dass wir in einer Gaukelwelt leben, in der nichts Schlimmes passiert. Nicht, weil wir es besser wissen, sind wir Glaubende, sondern weil wir darauf vertrauen und hoffen, dass er dabei bleibt. Wo warst du, Gott? Diese Frage wird auch uns wohl irgendwann in unserem Leben einholen und wir werden sie über unsere Lippen bringen. Wo bist du, Mensch? Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen,
die in schwerer Sünde sterben. Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Da sagt er, ja, ich würde noch 2 Tage leben, ich soll alles in Ordnung machen, sage ich, und das soll ich schon bestellen. Und ich habe 3 Fehlgeburten gehabt. Und da hatte mein Frauenarzt gefragt, Frau Melton, was haben Sie denn als Mädchen gearbeitet? Die Männer waren alle weg im Krieg und da mussten wir Frauen die ganze Arbeit auf dem Bauernhof selber machen. Wenn ich in der Insel Greta draufgegangen wäre, oder umkommen wäre, besser gesagt, ja, da wäre ich der Hunde, verscharrt. Ich lasse los in freiem